So, hallo, da sind wir wieder Obscure. Letztes Mal haben wir so einiges gemacht. Wir haben zum Beispiel dieses hässliche Ding hier getötet. Wir haben hier Statuen eingesetzt. Wir haben einen Hebel gefunden, der eine riesige Tür öffnen soll, die wir auch gefunden haben. Und mal schauen, wir setzen den hier ein. Das funktioniert nicht. Ja, ich muss nur etwas näher hingehen und dann sollte diese Maschine in Betrieb genommen werden, was auch immer die macht. Ich denke mal, sie wird die Tür öffnen. Wir werden es gleich sehen. Ah ja. Das war wieder dieser Lehrer. Keine Ahnung, wie der heißt. Aber das, was er da drin findet, wird ihm wahrscheinlich nicht besonders gefallen. So, wir schauen da auch mal hin. Wir möchten ja auch wissen, was dort abgeht. Und dazu gehen wir... Wie? Wir gehen hier... Ich glaube, hier die Leiter rauf. Na komm, Junge. Bist doch ein sportlicher Typ. Geht das nicht ein bisschen schneller? So. Und wir gehen... durch diese Tür. Und dann sind wir schon da, oder? Morgen, das bringt doch nichts. Sie lügen! Es wird Ihnen nicht helfen. Ist das das Gegenmittel? Her damit, sofort! Sie haben schon zu viel Licht abbekommen. Nein! Morgen, halt! Her damit oder ich schieße! Ihre Mutation hat schon begonnen. Ja, das hat dem guten Leonard, ich glaube, das ist Leonard, nicht so gut gefallen, dass der seinen Bruder getötet hat. Hier leuchtet was. Sieht aus wie die Tasche von Professor Walden. Was? Cool, Munition und was? Erste Hilfe oder so? Haben wir da jetzt ein paar Kits bekommen? Oh, wir haben Munition bekommen. Sogar einiges an Munition. Aha, na gut, wir werden hier mal Folgendes tun. Wir werden uns mal diese... Laserwaffe nehmen und wir geben Stan. Ich weiß nicht. Wir geben Stan die Schrotflinte? Nee, oder? Wir geben ihm die. Den starken Revolver, glaube ich. Allerdings werden wir den. Nee, das geht hier nicht. Wir werden den starken Revolver noch mit einer Taschenlampe kombinieren, bevor wir ihm den geben. Starker Revolver. Und dann geben. So, und wir nehmen uns unsere Laserwaffe jetzt mal. Denn ich denke, wir werden jetzt hier in den Boss-Fight gehen. Und ich werde hier noch schnell vorher speichern. Das war's. So. Und... ja, dann starten wir mal den Boss-Fight, denke ich. Mal schauen. Leonard, verzeih mir. Fast hatte ich die Formel. Ich war so dicht dran. Ja, was für ein hässlicher Motherfucker. Was geht's hier jetzt? Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Oh, ey, wieso steht der hier im Licht? Oh, was ist das für eine... Was war das? Oh, der kann so Wellen ausschicken und wenn man da nicht in diesem Licht steht, dann ist man tot, oder wie? Das ist ja cool. So, Folgendes ist mein Plan. Ich werde hier jetzt mal ein bisschen weglaufen, ganz einfach. Das funktioniert allerdings nicht so toll. Okay, vor den Dingern bin ich auch im Licht geschützt, oder wie? Na gut, dann stellen wir uns mal ins Licht. Ich würde mich nämlich gerne mal heilen. Und ich würde gerne mal die Laserwaffe wieder auswählen.
So, ist es jetzt sicher, oder? Nee, es ist hier nie sicher, oder wie? Ich würde hier nämlich gerne mal den Arm absäbeln. Yay. So, kommt hier noch eine Welle. Oh, zweiter Punkt dazugekommen. Ja, das war die Welle. Und da haben wir noch einen Arm. Den sollten wir auch noch absäbeln, wenn ich ihn treffe. Wenn würde. Hallo? Ziel mal in die richtige... Nee, du sollst doch dorthin ziehen, nicht da reinlaufen, ey. So, wir heilen uns nochmal. Verwirrend, ich treffe da nicht. Das Auto-Aim ist nicht so ganz der Wahnsinn hier. Hallo? Wieso treffe ich den Scheiß nicht? Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Wir nehmen mal die Schrotflinte, vielleicht geht's mit der besser. Nee, nicht auf ihn, du sollst auf den Arm schießen da. Mann, jetzt triff doch mal den scheiß Arm. Kann doch nicht so schwer sein. Wo schießt du denn hin? Ich kann nämlich nicht manuell zielen, da ist das ein ziemliches Problem, wenn der nicht trifft von selbst. Oh, wir laufen mal dahin, schauen wir mal, ob wir den Arm dort treffen können. Nicht wirklich. Ja, was mache ich dann jetzt bitte? Der will halt den Arm nicht treffen, was soll ich denn machen? Alter Schwede. So. Okay, wir probieren das nochmal hier. Vielleicht können wir ihn selbst treffen. Bringt das was? Nee. Ja, ich treffe halt dann nicht. Was soll ich machen, wenn er nicht trifft? Alter, was für ein Scheiß. So, wir verwenden nochmal so ein Medikit. Oh, komm, lass mich doch mal. Wehe, du schickst jetzt so eine Welle, jetzt wo ich gerade hier unterwegs bin. Ja, ich kann ihm auf seine Arme schießen, aber das bringt nichts. Ich muss irgendwie da den Arm treffen. Aber wie soll das gehen, wenn er nicht von selbst trifft? Alter, ist das scheiße gerade. Ja, what the fuck, Leute. What the fuck. Wupp. So, wir nehmen mal einen Energy Drink, noch einen Energy Drink. Und versuchen nochmal den Arm zu treffen, aber ich treffe ihn nicht. Soll ich vielleicht auf ihn schießen? Ich habe keine Ahnung. Gerade echt überhaupt keinen Plan. So, wir nehmen mal den Revolver. Vielleicht geht's mit dem besser. Wir stellen uns mal hier hin. Treffe ich von da? Nicht mal von da trifft er, ey. Was für ein Pisser. So, wir müssen hier nochmal irgendwas zur Heilung nehmen. Du triffst nicht, ey. Wieso bist du so scheiße? Mann. Komm jetzt, triff doch da mal. Kann ich da durch? Oh, ich kann da durch. Ach so. Na gut, na dann. Aber hier bin ich nicht safe vor nichts. Das ist ja scheiße. Ich muss hier weiterlaufen. Holala. Und hier vorbei. Und dann schießen wir da mal drauf. Und wieder weg. Oh, auch hier weg. Ich sollte mich mal heilen, ganz dringend. Und weg. So, dann schießen wir auch da gleich mal drauf. Und nachladen ist gerade ganz blöd. Ja, das ist schön für dich, aber das könnte sich bald ändern. So, wir schießen nochmal auf den Arm, wenn wir gerade da sind. Wunderbar. Oh, da ist Licht, Licht, Licht. Wir müssen ins Licht. Puh, das war knapp. Alter Schwede. So, dann schießen wir auf den Arm. Treffe ich da auch? Wow. Okay, der ist auch weg. Wunderbar. Und wieder ins Licht. Schuh. Die Wellen kommen also scheinbar nur, wenn man ihm so einen Arm abschießt. Gut zu wissen. So. Hergeschlagen und... Oh, scheiße. Nicht jetzt nachladen. Ach Gott. Ich bringe mich hier mal lieber wieder in Sicherheit. Bist du gerade am Abkratzen, oder was? Ich habe nämlich nichts mehr zum Heilen. Das ist blöd. So. Schnell. Bam, bam. Oh, komm schon, einmal noch. Komm, schieß nochmal. Oh, nicht dahin. Mann, du Pisser. Verpiss dich hier. Komm. Hup, und jetzt, komm. Oh. Nochmal. Das ist ja scheiße. Oh, Mann, jetzt geht er drauf auch noch. Oh, okay, jetzt muss ich seine Waffen holen, fürchte ich. Ist natürlich schade, dass nicht alle überleben. Aber... Was soll ich machen? So, ich muss jetzt mal seine Waffen holen. Wo ist denn der gestorben jetzt überhaupt? Komm, jetzt verpisst euch da mal. Wo liegt denn der jetzt? Oh Mann, die krepiert von allein da hinten. Ja, und der ist auch gleich tot. Haha, toll. Alter, ist das schwer.
komm, jetzt übertreibt hier mal nicht mit dem scheiß Boss. Sind da noch mehr Heil-Items drin vielleicht in dieser Tasche? Nee. Okay. Ja, alle Heil-Items aufgebraucht und überhaupt keine Waffen mit diesem Charakter. Dann habe ich irgendwie nicht so gedacht. Ja. So, gut. Wo ist die Leiche mit den Waffen? Das ist jetzt hier die Frage. Die müsste eigentlich hier irgendwo sein, oder? Hier müsste doch die Leiche irgendwo liegen. Oh, ich habe alle Waffen genommen. Na wunderbar, dann verpiss dich hier mal. Möglichst flott, bitte. Okay. Wir müssten mal irgendwie ins Licht, damit wir vor dem ganzen Scheiß hier sicher sind. Haha. Toll. Ja, okay, das war's mal. Ja, ich verstehe jetzt das Konzept grundsätzlich. Am Anfang war das ein bisschen blöd natürlich mit diesem... da ich nicht wusste, dass man um das Ding herumlaufen kann. Jetzt, wo das klar ist, sollte das ein bisschen weniger ein Problem sein. Wir versuchen das Ganze nochmal. Ich werde die Videosequenz, die jetzt kommt, überspringen, wenn das geht. Ja. So, und nochmal den ganzen Scheiß. Und diesmal hoffentlich etwas flotter und effektiver. So, es ist leider noch keine Lichtquelle da, deswegen gibt es noch keinen sicheren Spot. So, jetzt aber. Und jetzt müsste Stan nur auch mit mir in dieser Lichtquelle stehen. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Der weiß das scheinbar. Im Gegensatz zu mir, von selbst. Okay. Upp, und wir stellen uns da rein. So, laufen mal um das Ding herum. Blöd natürlich, dass man da innen laufen muss. Oh Mann, ey, komm Stan, komm da raus. Wow, 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 wow. Wir sollten uns wieder ein bisschen heilen. Aber zuerst killen wir den Arm. Na, wo ist die Lichtquelle? Komm. So, wir heilen uns mal schnell. So, und nächster Arm. Go. High Speed jetzt. Keine Zeit zum Rumscheißen hier. Oh, komm schon, Lichtquelle. Wo ist die Lichtquelle? Dankeschön. So, dann werden wir mal Stan heilen und mich selbst heilen. Nee, mich selbst brauche ich jetzt noch nicht heilen. So, mit dem Laser geht sich auch der Arm noch aus, oder? Oh, komm schon. Es ist noch nicht vorbei. Das finde ich jetzt aber scheiße. Was geht hier jetzt noch? Oh, 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 oh. Oh, Alter, was war das jetzt? Ich wollte mich doch gerade mal heilen. Ich kann nicht weglaufen vor den Dingern? Was soll denn der Scheiß jetzt? Was geht hier jetzt? Was soll ich jetzt machen? Mann, oh, okay, ich komme einfach mal oben raus. Oh, ich habe nur einen Charakter. Coole Sache. Ja, lass mich vielleicht mal die Waffen aufheben, ey. Mann, du Pisser. Ja, was? Ach so, das sind Stans Waffen. Na, die will ich eigentlich nicht. Ich hätte lieber Kennys Waffen. Dankeschön. Alter, dem kann man nicht ausweichen. Was soll ich da machen? So, darf ich jetzt auch mal meine Waffe auswählen? Dankeschön. So. Und go, friss mal den Scheiß hier. Uhuhu. Okay. Kein Laser mehr. Wunderbar. Schrotflinte.
stirb jetzt endlich, du Wichser. Na, Gott sei Dank. Okay, ja, das war Obscure, scheinbar. Ja, ich muss sagen, das Ende, also der Endkampf war an und für sich ganz einfach. Der zweite Teil war ein bisschen komisch. Also der war irgendwie so unspektakulär und so einfach nur draufschießen. Also ich habe eigentlich zuerst nach irgendeiner Schwachstelle gesucht oder irgendein Muster gesucht, aber sowas gab es einfach nicht. Keine Ahnung, also der zweite Teil vom Endbosskampf gefiel mir nicht, aber der erste war ganz nett. Wenn man das Muster raus hat und weiß, wie es geht, dann ist es auch ganz einfach. Beim ersten Versuch hat es nicht so ganz hingehauen. So, das war auf jeden Fall Obscure. Danke fürs Zuschauen. Eventuell kommt Part 2 auch irgendwann, also Obscure 2. Müsste ich mir erst suchen. Keine Ahnung, ob ich das noch finde irgendwo, sollte schon irgendwo aufzutreiben sein. Dann gibt's das vielleicht auch mal, aber da verspreche ich jetzt mal nichts. So, ich lasse jetzt hier noch die Credits ausrollen. Ausrollen, hihi. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, ob da noch so eine Wertung oder sowas kommt. Ich glaube aber fast nicht. Und die Credits rollen so schnell darauf, dass die auch gleich wieder vorbei sind, glaube ich. Könnten wir noch abwarten. Vielleicht habe ich noch irgendwas zu erzählen. Nee, ich habe eigentlich nichts zu erzählen, aber egal. Wenn hier noch eine Wertung kommt, so jetzt sind sie vorbei, dann schauen wir uns die jetzt natürlich noch an. Ansonsten sage ich jetzt schon mal bis dennsen, bis zum nächsten Video, was auch immer das ist. Wir wollen das Spiel speichern, ja. Gut, dann speichern wir halt. Aha, wir können uns jetzt Extras anschauen. Wir können uns zum Beispiel die Songs anhören, die hier dabei sind. Im Soundtrack. Sum 41 zum Beispiel, Still Waiting, das haben wir ganz am Anfang gehört. Irgendein Sportfreunde Stiller Song sollte da auch noch dabei sein. Hab ich mal gelesen. Keine Ahnung. So, und wir haben bekommen. Du hast den speziellen Morgensternschläger freigeschaltet. Finde ihn, indem du Obscure noch einmal im Spezialmodus durchspielst. Du hast die Lesepistole freigeschaltet. Finde sie, indem du Obscure im Spezialmodus erneut spielst. Benutze den Booster-Modus der Waffe, um den Laser zu aktivieren. Neues Outfit für Josh. Spiel Obscure noch einmal im Spezialmodus, um es zu sehen. Neues Outfit für Ashley. Spiel Obscure noch einmal im Spezialmodus, um es zu sehen. Neues Outfit für Shannon. Bla bla bla. Halte diesen Schüler bis zum Ende des Spiels am Leben, um diesen Bonus freizuschalten. Ja, wer ist dieser Schüler? Keine Ahnung. Halte diesen Schüler bis zum Ende des Spiels am Leben, um diesen Bonus freizuschalten. Ah ja, ach so, das sind, ja, das sind Stan und Kenny natürlich. Gut, aber den Scheiß tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Beende das Spiel im schweren Modus, um diesen Bonus freizuschalten. Beende das Spiel im schweren Modus, um diesen Bonus freizuschalten. Das sind dann vermutlich die Musikvideos, die noch fehlen. Das wäre dann Sportfreunde Stiller und keine Ahnung, irgendein zweites vermutlich noch. Gut, ich würde sagen, wir müssen uns diese Kostüme, glaube ich, nicht ansehen und den Morgenstern und diese Laserpistole. So spannend kann das gar nicht sein. und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dennsen.